Hi Leute, Paxcom hier. Ich begrüße euch recht herzlich zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von Trainstation 2. Jetzt ist hier Event, das weiß gar nicht, ob das vorher schon war. Auf jeden Fall steht da nächstes Event in Kürze. Ob ich das jetzt schon spielen kann damit Level 11, schauen wir mal. Ich werde mich natürlich erstmal nicht auf Events konzentrieren, wo es Erfahrungspunkte gibt, weil ich will erstmal wenigstens eine halbwegs vernünftige Zugflotte haben, bevor ich an irgendwelchen XP-Events teilnehme, weil sonst kann ich ja eh nicht mithalten jetzt mit zwei Zügen. Okay, ich habe die beiden Aufträge hier fertig gemacht. Die holen wir gleich ab. Und habe das Lager noch ein bisschen aufgefüllt hier. Das eine Ding hier, was ich gebaut habe, das eine Gebäude ist fertig. Aber auch das kann ich nicht updaten. Brauche ich auch wieder Stadtpläne. Und ich bin auch angestiegen. Ich bin jetzt Kleinbetrieb. Wert der Firma 5770. Erfolg, einen Rang gab es hier. Da gab es ja ein paar blaue Teile. Und Erfolge, na gut. Steigere deine Stadtbevölkerung. Ja, einen brauche ich noch. Einen Mitbewohner hier. Damit ich das Lager updaten kann. So, was? Ah, hier kann ich was bauen. Gucken. Davon habe ich genug. Na, davon lege ich mir hier noch eins her. Und hier, das gibt es ja erst an Level 11. Das Stahl brauche ich nicht mehr produzieren. Das kann ich mir von der Karte holen. So, jetzt gucken wir mal weiter. Wo machen wir weiter hier? Kupfermine oder und Eichenwald, beides müssen wir machen. Müssen wir, muss ich, sollte ich. Okay, das ist der Elisabeth Tower, da muss man mal aufpassen jetzt hier unten. Level 1, nicht, dass ich das mal hier aus Versehen mache. Kupfermine, eine Stunde. Sag mir nicht, dass du schon schlapp machst. So bekommst du keine Muskeln wie ich, Kumpel. Naja. Klick, ach genau, okay. Dann schicken wir den hier los. Klar, wir haben ja keinen anderen. Und jetzt eine Minute, 36 Stück. Ich habe mich noch nicht einmal in der deutschen Region umgesehen. Und schon brennt es. Jetzt werden wir wohl noch ein bisschen mehr schwitzen müssen. Arbeiter Pat. Das sieht eher aus wie ein Alfred, aber egal. Ja, das dauert jetzt natürlich ein ganz schönes Stück. Aber ich baue den Zug, wie gesagt, nicht aus. Weil ich das Gold einfach noch ein bisschen aufheben möchte. Das ist dann halt eine Fleißaufgabe. Ich würde sagen, Personenbahnhof freigeschaltet ab Level 15. Ja, das sind wir noch lange nicht. Der Plan ist ja, wie gesagt, dass man dann hier hat mir jemand aus der Union gesagt, wie ich das hier machen soll. Ich soll für jeden Zügen hier 11 Stück haben in Region 1. Natürlich voll ausgebaut. Der Unterschied ist, hier gibt es alles nur Dampfloks. Dampfzüge. In Region 2 gibt es auch schon Diesel. Und die haben wir alle. Und Elektro. Genau, die haben wir noch nicht. Aber die werden wir irgendwann bekommen. Gibt es hier nicht auch irgendwo noch eine Lok zu gewinnen? Ach, das sehe ich jetzt. Ach doch, hier unten gibt es Teile. Hier gibt es Borsigwerke. Da gibt es eine lila Lok. Hier gibt es wieder ein Gebäude. Aber das dauert noch sehr lange, bis wir dort sind. Mein wichtigstes Ansinnen ist es erstmal, den Eichenwald fertig zu machen, dass ich Holz holen kann, die Kupfermine und dass ich dann die Goldressource hier freischalten kann. Das ist erstmal das Wichtigste jetzt, damit ich ein bisschen mehr Gold holen kann täglich. Und dann geht es schön langsam weiter. Wie gesagt, wenn dann Event ist, wo man nur irgendwelche keine Erfahrungspunkte bekommt, dann werde ich das gerne mitspielen. Und alle anderen aber erst, wenn ich eine vernünftige Flotte habe, die ein bisschen ausgebaut ist. Sonst bin ich da, denke ich mal, nicht konkurrenzfähig gegen die anderen Spieler. Wobei ich vermute, dass die wenigsten Spieler sehr langsam spielen, so wie ich das hier mache,
sondern dass die meisten Spieler so schnell wie möglich in den Levels grinden und gar nicht so viel Wert auf das Ausbauen der Züge Wert legen. Aber das ist halt für den Unions-Account sehr, sehr wichtig. Und wenn man sieht, wie viel ich jetzt hier noch in Region 1 alleine leveln muss, na? Und jetzt kostet das hier schon, gut, kostet nur 15 Teile hier von denen, aber ich habe gar keine goldenen mehr. Naja, so ist es halt. Gut, ich würde sagen, ich mache das hier noch alleine fertig und melde mich dann wieder, wenn es weitergeht. Ihr braucht jetzt nicht so gucken, wie ich alle Minute hier so einen Zug losschicke. Das, denke ich mal, ist nicht so interessant. Dann mache ich kurz Pause und mache dann einfach weiter, wie das Video ist jetzt mit knapp 6 Minuten, ein bisschen zu kurz. Bis dann. Mir ist noch was eingefallen, was ich euch unbedingt mitgeben möchte. Wenn ich hier warte auf die Aufträge, schaue ich, ob ich irgendwelche Sachen hier finde. Irgendwelche Ausrufezeichen, da gibt es immer wieder Schlüssel und so weiter und so fort. Das habe ich euch schon mal erklärt, glaube ich. Aber jetzt können wir erstmal wieder Logs schicken. Und aber was auch interessant ist, hier kommt immer so eine Angebote. Na, hier kann man jetzt für Geld Logs kaufen. Das ist jetzt nicht so gut. Also ich rate davon auf jeden Fall ab. Wenn man Geld investieren möchte, dann finde ich es auf jeden Fall sinnvoller, wenn man dann bei einem Event oder hier na, Angebot ansehen. Gut, ich habe eh keine 600 Gems. Genau, da gibt es auf jeden Fall eine Lok, eine goldene. Aber das sind 600 Diamanten, Port, das ist ein Haufen Zeug. Wenn man hier kauft man am besten nichts für das Geld. Wenn man Geld investieren möchte, finde ich, ist die beste Variante, dass man dann Geld investiert, wenn ein Event ist. Weil dann gibt es richtig viel gute Belohnungen. Es kostet zwischen 10 und 15 Euro, glaube ich. Und da gibt es dann auch meistens eine goldene Lok. Das ist, und da gibt es halt noch viel, viel anderes dazu, was man noch mit sammeln sollte an Ressourcen und Stadtplänen und so weiter und so fort. Das ist, denke ich, deutlich besser investiert, wie hier jetzt 20 Euro und dann nur mit Glück eine goldene Lok zu bekommen oder sowas. In der Region 1 geht das halt leider nicht. Da gibt es noch keine Events. Ja. Okay, jetzt ist der Auftrag auch gleich fertig durchs Quatschen. Und dann werde ich. Wie sieht es hier aus? Das haben wir. Am besten ist immer, ich gucke hier aufs Lager. Wenn das Lager noch so klein ist, gucke ich halt immer, dass wir den Ressourcen, die am längsten brauchen, so knapp 100 und oder um die 100 da sind, dass ich immer ein bisschen was in Reserve habe. Das wird mit Kupfererz und Holz dann genauso werden, weil das immer ziemlich lange dauert, dann zu holen. Und Eisenpulver. Aber Eisenerz und Kohle kann ich mir immer holen. Und Stahl, Kupfererz, Holz auch, aber das dauert halt deutlich länger. So, jetzt ist der Auftrag fertig. 56 XP reicht es jetzt schon für Level 11? Ja, ich glaube nicht. Elisabeth Tower, das ist unterwegs. Ah, das ist auch eine Stunde. Okay. Dann ein Glück, dass das Sägewerk das Feuer überlebt hat. Wir werden es brauchen. Hopp, hopp, hopp. Nee, ein, nur zwei Hopp. An die Arbeit. Ach, okay, gut. Das ist jetzt ein Auftrag, der dauert jetzt eine Stunde. Die viermal baue ich jetzt die Lok auf. Das investiere ich jetzt. Ist zwar gegen mein Prinzip, aber sonst müsste ich ja dann nochmal eine Lok hinschicken und die andere, die fährt dann noch eine Weile. Okay. Das schaffe ich deswegen jetzt mal mit einmal hinfahren. Okay, gut. Dann würde ich sagen, sind wir für heute erstmal durch. Ist halt nicht ganz so lang das Video, knapp 10 Minuten. Aber das ist, denke ich, okay. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie lange ihr so schaut. Und wie lange ihr gerne die Videos haben möchtet.
kann ich mich ein bisschen danach richten. Okay, wir brauchen jetzt noch 45 XP. Wir geben die Aufträge hier. Ha, 45. Dann wären wir da beim nächsten Mal Level 11. Und dann wird hier das Schiff kommen. Mal gucken, ob wir dann überhaupt genug Ressourcen haben, damit wir das Schiff versorgen können. Gut. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao, ciao.